Moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Assassin's Creed Origins. Und ich befinde mich hier hinten im königlichen Palast, wo wir die Schlange ausfindig machen müssen und töten sollen. Deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir das irgendwie geregelt bekommen. Hier sind sehr, 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 sehr viele Leibwächter. Das ist das größte Problem an der ganzen Sache. Und ich habe gar keine Pfeile mehr. Ich müsste mal gucken, ob ich irgendwo welche aufgetrieben bekomme. Aber ich müsste den doch eigentlich anspringen können von hier oben und töten direkt. Oder? Das müsste doch eigentlich passen. Ja. Bam. Hey! Ich spreng dich um! So. Und zack, zack, zack. Hey, was? So, jetzt können wir den auseinandernehmen hier. Du Wurm! Oh, jetzt bist du dran! So langsam! Da! Und zack, 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 zack. Oh Gott. Zack, 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 zack. Zack. Ah, komm schon. Sehr schön. Den haben wir auch erledigt. So, die Schlange muss hier drinne sein. Hier liegen auf jeden Fall irgendwelche ziemlich wertvollen Dinge. Ah, da geht's hoch. Gucken wir mal, ob wir die Schlange jetzt hier sehen. Versuchungsgebiet. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Okay. Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Schriftrollen des königlichen Schreibers. Die Herrschaft von Ptolemaios Theos aufgezeichnet vom königlichen Schreiber. Oh, was haben wir denn hier noch? Eine Leiter? Eine Leiter? Eine Leiter? Hier nicht auch noch irgendwo was? Wo hier einsetzen? Ja. Wo haben wir denn hier noch irgendwelche Sachen, die wichtig sein könnten? Sieht wichtig aus. Verschlossen. Gegenstand für Interaktion benötigt. Ah. Okay. So, was haben wir hier? Gennadios verbringt sowohl Zeit im Palast als auch an den Docks. Brief von Gennadios an Eudoros. Ich verdopple meine Anstrengungen, um die Mörderin, die vermutlich eine Agentin von Kleopatra ist, zu finden und zu bestrafen. Ich werde von der Akra-Garnison aus das jüdische Viertel durchkämmen, wo ich ihr Versteck vermute. Der Erfolg ist nur eine Frage der Zeit. Gennadios. Okay. Hier haben wir leider nichts mehr, ne? Dann gehen wir mal... Oh ja, hier ist noch ein Raum. Ja, da haben wir aber auch nichts. Da oben ist irgendwo was. Muss da irgendwie hochkommen. Muss da irgendwie da... Ja, kannst du das nicht so bei dem anderen machen auch? Ah, geht doch. Ah, ein Schlüssel. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudoros. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette.
Sei vorsichtig in Siva. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudoros, der Palastschreiber. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Earded Eudoros töten. Ja, dann werde ich mir den mal vorknöpfen. Ja, gab's hier nicht, ne? Doch. Pfeile. Okay, Pfeile haben wir genug. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Oh, da hinten habe ich noch eine Leiche nicht geplündert. Hey, was? Was? Da bist du ja. Du hättest nicht herkommen sollen. Hey, du kannst nicht. Was? Sehr gut. Hey, was? Erledigt. Hey! Geht da lang. Hey, was? Das war's! Stirb! So, und weg hier. Schnell weg hier. Der hatte was Schönes zum Plündern mit dabei, das ist gut. So, dann schwimmen wir mal darüber zum Badehaus. Und gucken, dass wir den Typen erwischen da. Den wir jetzt kalt machen sollen. Ich hoffe natürlich, dass der da am Start ist. Bewegung! Los! Hey, was bist du denn für einer? Du bist ein Wurm! Eine Wand! Boah. Okay. Ja, das ist ein Gebiet, wo ich nicht reingehen darf, weil der war von der Stärke her Totenkopf. Das heißt, der ist viel zu krass für mich gewesen, der Dude. Mit dem hätte ich mich nicht anlegen dürfen. Ich mache einen Hinterhaltangriff und ziehe ihm so ein ganz kleines bisschen Leben ab. Alles klar. Alles klar? Alles klar. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Ja, da dort ist der werde ich den Naked Earded Eudoros töten. Erstmal müssen wir jetzt zum Badehaus kommen. Ja, damit wir den da töten können. So, da wollen wir noch mal schauen. Ja, das hier sieht schon mal aus. Hast du die Verträge schon vorbereitet? Allerdings. Ich würde sie mir gerne ansehen. Besonders den für diesen Herodes. Und mal im Badehaus. Mal da rein.
Aresto will Eudoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Nein. Ich war am Hafen und weiß es von Aristos Frau persönlich. Ich liebe es, Herr Zedong. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr. Du da! Halt! Was stimmt nicht mit dir? Ptolemaios ist ein willoser Schwächling. Simonides. Mein Herr, wirst du angemessen bedient? Du hast zu viel Wein getrunken. Habe ich, und ich werde es wieder tun. Doch selbst wenn nicht, wäre unser Pharao dann weniger kümmerlich? Kann ich irgendetwas für dich tun, mein Herr? Moment, war das... Die lassen mich da nicht rein, die Drecksäcke. Eudoros ist wieder hier. Ich bedauere ihn. Seine Hautkrankheit macht ihn wirklich schwer zu schaffen. Ich glaube, er kommt nur hierher, um nackte Knaben zu begaffen. Also hier kann ich Sachen auch. Kann ich auch Sachen looten, okay. Aber gut zu wissen. Du da! Halt! Soll das etwa lustig sein? Kann man nicht irgendwie weglocken, ne? Eudoros hat ganze Absätze aus Aristos Buch über den Nil. Hast du die denn aus, wenn ich da jetzt gleich durchgehe? Ich teste es jetzt mal. Ich teste jetzt mal, ob die ausrasten, wenn ich zwischen denen durchgehe. Bleib stehen! Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Oh ja, die rasten aus. Oh ja. Oh, ich glaube, ihr werdet es sehr schwer haben. Stirb, du Sau! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Die werden mich auseinandernehmen. Okay, ich muss das irgendwie anders machen. Ich muss die irgendwie mit den Attentaten, die ich machen kann, ablenken. Aresto will Eudoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Hey! Die sehen mich ja sofort! Nein! Was ist das denn? Aha! Jetzt weiß ich, wie ich den Dude kriege. Die Laune dieses Priesters hätte sich nur gebessert, wenn er gefurzt hätte. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Oh, er hat sich aus seinem Finger abgetrennt. Stirb! Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet!
Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis, der Herr der Duat erwartet dich. Okay. Eudorus, ermordet! Bei den Göttern! Er wurde ermordet! Verdammt! Seht nur das Blut! Aber er war doch so schön! Es ist Eudorus, arme Seele! Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich hier ganz schnell rausgehe. Hier stimmt was nicht. Bloß nichts riskieren. Eine Spur? Noch nichts. Ja, ist klar. Ist klar, Junge. Ist klar. Die kommen mit den Pferden da rein. Die kommen mit den Pferden. Die kommen einfach mit Pferden reingerannt, ist klar, ey. So. Dann gucken wir jetzt mal wegen der nächsten Quest. Bayek reist nach Alexandria, um seine Frau zu suchen. Eliminiere Genadios und die Schlange. Ah, okay. Das ist sowieso eine Quest, die ich dann erledigt habe, wenn ich den jetzt auch noch mache. Gut. Kurz bis Tag ist wieder. Jetzt macht er dunkel. Okay, dann machen wir jetzt nochmal Tag. So. Auf geht's. Morias paraske vasma da dudanestin. Kade davan. Oh, va kecht meno. Nun ist es. Na, vorsichtig. Idiotin. Oran bulimi di mikanu. Aher heru? Oh, was ist das denn hier? Ach, das ist zum Färben von Leder, ne? So eine Art Farben. Ja. Oh, gegen den muss ich so fighten, okay. Der wird wahrscheinlich richtig heftig bewacht. Ich müsste ihn easy schaffen.
Von meinem, dem fehlt jetzt ein Finger da, sieht man. Du da! Halt! Na komm. Nehmt wieder den normalen Dienst auf. Ich werde an den Docks nach der Mörderin suchen. Sucht ihr weiter. Ich mache Meldung im Palast. Gemeinsam. Was? Wir sind im Vorteil. Alarm! Angriff! Liebe Götter! Das war mir zu sind knapp. Zu viele mit Pfeilen. Ja, wer dir in die Quere kommt. Ich muss einen nach dem anderen mit dem Bogen jetzt erledigen, damit das weniger sind. Shit! Okay. alles klar. Der hat mich auseinandergenommen. Der hat mich auseinandergenommen. Beschützt den Kyrios! Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Hey, hier kommt keiner lebend raus. Niemals. Gib nach! Alarm! Hier drüben! Echt aufpassen jetzt hier. Wenn wer kommt, ist er tot. Hey! Stirb, du Wurm! Hey, was? Zu langsam! Da bist du ja! So, den muss ich kriegen. Ich freue mich schon drauf, ein paar Gedärme rauszureißen. Ich deck dir den Rücken. Uns pisst keiner ans Bein, Philo. Verdammt! Adelphos! Ärger hier! Gemeinsam! Dich schlitze ich auf! Fuck, Alter. Reiß dir die Eingeweide raus! Wie geht der denn mit der Keule? Der darf mich nicht so krass erwischen. So. Boah, Junge, Junge, Junge. Puh. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten. Deine Hure von Weib ist eine Mörderin. Vorsätzlich und unverhohlen. Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und
Dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt. Die Phylakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Phylakes sind hinter dir her. Das sind mächtige Kopfgeldjäger, die sofort angreifen, wenn sie dich sehen. Okay. Jetzt muss ich aufpassen wegen dieser Kopfgeldjäger. Ich habe keine Ahnung, wie gefährlich diese Kopfgeldjäger sind. Das weiß ich echt nicht. So, und hoch hier. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. So. Oh. Dee. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayaks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel, ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Alles kein Thema. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Was hast du jetzt wieder vor?
klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Ja, so schwer ist das jetzt auch nicht alles. Oh Gott. Okay, hier muss ich jetzt vorsichtig hoch. Dann da. Easy. Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mach das. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Möchtest du in den Animus zurückkehren? Ja. Gut. Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadius tot ist und treffe dich später. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Okay, dann machen wir direkt weiter mit der Storyline-Quest, weil ich habe ja eh so gut wie alles erledigt. Die Quest kann ich nicht machen. Oh, jetzt muss ich rüber auch in ein anderes Gebiet. Hier gibt es aber wieder auch Quests für mein Gebiet. Also für mein Level. Und ich kann hier, glaube ich, noch einen Turm bestimmt holen. Ne? Ja, da könnte ich einen holen, weil da kann ich nämlich nicht schnell hinreisen. Gut, dann mache ich mich mal auf den Weg. Mal gucken, dass ich hier runterkomme. Oh, was? Ja, komm her, mein Ferdi. So. Oh, die haben auch schon damals Zebrastreifen gehabt. Hat sich aber bestimmt eh keiner dran gehalten. So, da hinten muss ich hin. Blax, sie erlaubt nicht.
gibt es auch wieder ein gelbes Ausrufezeichen, also schon ein gelbes Fragezeichen. Das heißt, da kann ich wieder so ein Sternbild machen. Sehr, sehr gut. Oh. Straße ist das Pferd, glaube ich, viel schneller unterwegs, ne? Gebt den Weg frei! Wow. Oh. Ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Sch! Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin! Das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst. Sein Name war Ikarus, die Lichtgestalt des dröhnenden Hippodroms. Na ah, gut, dann machen wir erstmal hier die Quest. Senefer, bist du das? Bayek. Der griesgrämige Sivana. Ich heiße jetzt Claridas. Was treibt dich denn hierher? Ikarus war tausendmal besser als du. Oh! Oh! Wer wird euch Grüne jetzt anführen, Malakia? Du saugst doch an der Zitze. Du glaubst, du bist reif für den Cursus Magnus? Du Pferdeschiss! Lasst Nikias in Ruhe. Ikarus Tod war ein düsterer Tag für uns. Lasst ihn in Frieden trauern. Also. Ist Aya bei dir? Ah, hey, ich bin allein. Ich habe nur gefragt. Ah, frag doch meinen Fuß. Vergiss es. Triff uns dann in der Taverne. Hm? Okay, da haben wir auch einen Auftrag. Den werde ich jetzt auf jeden Fall machen. Ah, erstmal mein Pferd rufen, weil da muss ich, glaube ich, wieder ein Stückchen laufen für. Aber ein bisschen. Ah, auf geht's. Vorsichtig. Idiotin. 9 Ort entdeckt. Kanopos. Sehr schön. Oh, da kecht mir noch. Ah, da. Wow. Was? Ich sah dich letzten Monat als... Und ich sagte, ich habe nicht von deinem Schwein gesprochen, sondern von deinem Weib. Bayek, wie lange ist es her? Ein Jahrzehnt? Oder mehr? Du hast Siva schon lange verlassen, ha? Huh? Einen neuen Namen hast du auch. Ich musste. Claridas ist ein viel besserer Name für das Hippodrom. Erinnerst du dich an die Pferde damals in Siva? Huh? Oh, die Klepper? Hätte nicht gedacht, dass du je wieder da rauskommst. Siva. Klein, arm und hässlich. Das einzig Schöne dort war Aya. Hat es sich verändert? Oder sie? Dinge ändern sich. Auch Menschen. Ah, ich brauche mehr zu trinken.
Verzeiht, Neb. Ich hörte Claridas sagen, ihr werdet früher Rennen gefahren. Mein Vater unterstützt die Grünen von Prasina. Und wir brauchen dringend einen guten Lenker. Ich bin nur hier, um zu trinken und zu vergessen. Lass ihn in Ruhe, Nikias. Hier trinken heute echte Männer. Bayek, komm. Ich zeige dir etwas Inspirierendes. Hä? Da bin ich jetzt mal gespannt, was der mir jetzt zeigen will. Komm, beweg dich! Wohin führst du mich, Senefer? Bitte, Claridas. Ich bin schon lange nicht mehr Senefer. Ja, dein Richtchen in der Haube sitzen. Warum der neue Name? Um im Hippodrom erfolgreich zu sein, müssen dich die griechischen Häuser akzeptieren. Also, ein griechischer Name. Du gabst deinen Namen auf, deine Heimat. Siva bedeutet mir nichts. Die Griechen sehen auf uns herab, aber scheiß drauf. Ich esse und trinke gut mit meinen Gewinnen. Gib den Weg frei. Hey, was bist du denn für einer? Ich hätte nicht den Ehrgeiz, im Hippodrom rennen zu. Du? Nein, niemals. Die jubeln für mich. Außerdem bräuchtest du einen Sponsor und einen guten Wagen. Dieser Ikarus war ein wahrer Held. Wusstest du, dass er 1000 Rennen gewonnen hat und doppelt so viele überlebt? Sieh nur, wie sie Ikarus geliebt haben. Ihre Idole hast du auch übernommen, was? Unsere Götter haben nie irgendwas für mich getan. Sei froh, dass ich fortging. Wäre ich geblieben, wäre Aya die meine. Du bist betrunken. Und dein Arsch. Du weißt ja nicht, was ich aufgegeben habe. Oh, die Welt ist hart. Du hast damals immer auf mich herabgesehen. Hieltest dich für was Besseres. Ich habe nie... Ist doch egal. Jetzt bin ich berühmt. Zu welchem Preis? Du gabst deinen Namen, deine Heimat, deine Götter auf. Es war deine Wahl. Und es brachte mir so viel Geld und Frauen, wie ich will. Du wolltest immer berühmt sein. Aber das treibt nicht uns alle an. Und du wolltest immer nur Aya und kleine Bayhex. Warum hast du deinen Traum aufgegeben? Genug. Oh, jetzt müssen wir eine Straßenschlägerei gegen den machen. Kann ich nicht den super Sprung machen? Oh, der Typ, ne? Lebst du noch? Typische Männerfreundschaft. Du wirst alt. Und ich brauche eine Abkühlung. Das Bier schlägt härter zu als du. Was in Dionysos Namen hattest du letzte Nacht mit Nikias zu besprechen? Nikias? Wer? Komm mir nicht so. Ich hab's gesehen. Was denn? Glaubst du, sein Vater nimmt dich einfach so in die grüne Mannschaft von Prasina auf? Glaubst du, du könntest einfach so losfahren und Rennen gewinnen, ohne Übung, ohne Talent? Verpiss dich doch! Vielleicht sollte ich zu diesem Nikias gehen und hören, was er mir anbietet. Wenn du siegen kannst, Claridas, kann es nicht so schwer sein. Du solltest vorher beten. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, um im Hippodrom zu überleben. Die Götter werden uns zusehen und entscheiden. Du hast deine Götter, ich hab meine. Wir werden sehen, wer von uns den Ruhm einfährt. Genug geredet. Sollen die Götter dich im Hippodrom beurteilen?
Nice, Stufe 17. Vielleicht kann ich jetzt wirklich da so ein Rennen fahren. Das wäre mega krass. Gleich mal gucken. So, erstmal wieder Punkte verteilen. Da haben wir noch eine Nahkampfbeute. Du plünderst automatisch Gegner, die du im Nahkampf getötet hast. Das ist sehr angenehm. Du kannst zusätzlich einen Nahkampf anbringen, bevor dein Gegner sich erholt. Dafür brauche ich 2 Punkte, ne? So, und hierfür brauche ich 3. Oh, okay. Was lernen wir denn jetzt als nächstes? Ja, das mach ich mal. Warum sind die... Nebet, welche Trauer plagt dich? Wir kamen, um Ikarus anzubeten. Wir wollten ihm opfern, damit er auch im nächsten Leben siegreich sein kann. Aber... Ganz ruhig. Ich höre dir zu. Blaue Schläger griffen uns an. Sie haben uns verspottet. Und als mein Halius ihnen ins Gesicht spuckte, erschlugen sie ihn. Er ist tot. Dann nahmen sie die Büste von Ikarus und flohen. Und mein jüngerer Sohn, Ikarius, ist Richtung Küste gelaufen, um die blauen Dämonen zu jagen. Ich fürchte, sie bringen ihn auch um. Wir wollten unseren Helden betrauern. Und nun ist meine Familie zerstört. Bitte, Medjay, rette meinen letzten Sohn. Lass sein Leben nicht auch heute enden. Geh besser nach Hause. Ruh dich aus. Ich finde ihn und bringe ihn zurück zu dir. Du da! Halt! Erstmal muss ich gucken, wo ich den jetzt suchen muss. Da, okay. Ja. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Das war ja, glaube ich, der Typ, mit dem ich geredet habe, ne? Dieser Ikarius. Ah, gucken. Das klappt. Mal schön hier lang. Ach. Morias paraskevas matatuta ist. Oh, da hinten ist er. Eigentlich muss ich jetzt kämpfen wieder. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, da sind sie. Hilf mir mal hier drüben! Was? Hey, was? Dich schlitze ich auf! Das war's mit Aufschlitzen. Sei still. Ich bringe dich zurück zu deiner Mutter. Gehen wir nach Hause. Warte, Medjay. Die Schlappschwänze haben eine Büste von Ikarus gestohlen, die meine Mutter für das Denkmal des großen Wagenlenkers angefertigt hatte. Sie haben sie in den Fluss geworfen, um sie zu entehren und die Fahrer der Grünen zu verfluchen. Wir brauchen sie! Ich bringe dich zuerst zu deiner Mutter. Nein, du musst sie holen, bevor sie für immer verloren ist, sonst wird sich meine Mutter nie von der Verzweiflung erholen. Ich würde es selbst tun, doch ich bin zu schwach. Bitte, finde die Büste, damit wir sie zurückbringen können. Wenn es sein muss. Gut, dann suche ich die. Bei Horus, himmlischen Herrscharen. Ich kann nicht glauben, dass Claridas
im letzten Rennen schon wieder gegen Ikarus verloren hat. Das hat mich ein Vermögen gekostet. Es wäre besser, wenn Ikarus am Cursus Magnus nicht teilnehmen könnte. Bei Sol Indiges, ich muss mein Geld zurückgewinnen. Ah, okay, hier geht's mit unfairen Mitteln zu. Okay, da haben wir sie. Da sind bestimmt wieder irgendwelche Krokodile oder so, kann ich mir vorstellen. Na, oder nichts ist hier. Mal schauen. Ja, da. So, dann tauchen wir da mal schön hin. Selbst im Tod fachst du ihre Leidenschaft an. Wir bringen dich wieder zurück. Ach, du kommst wie gelegen, mein Freund. Ja, danke schön. Das Brot kann ich nämlich erstmal eben gebrauchen. Damit kann ich nämlich jetzt erstmal schön hier losdüsen. So. Dann gucken wir mal. Erstmal schön die Büste zurück, damit wir das auch erledigt haben. Platz da. Entschuldigung. Medjay, du hast meinen Sohn gerettet. Ich stehe tausendfach in deiner Schuld. Die Büste des Ikarus. Jetzt hat Prasina eine Chance in den kommenden Spielen. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter. Wir bringen Ikarus und den Grünen von Prasina ein Opfer in deinem Namen dar. Dazu gibt es keinen Grund. Oder aber opfere lieber meinem Sohn. Ich hätte ihm gerne das Spektakel im Hippodrom gezeigt. Machen wir. Gehen wir, Mutter. Wir müssen uns um das Begräbnis meines Bruders kümmern. Ja, du hast recht. Jedenfalls kann er froh sein, dass die Ikarus-Büste wieder da ist. Und zack. Sehr schön. Auch erledigt. Schön wieder 1000 EP bekommen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier oben ist nämlich so ein Türmchen. Das will ich jetzt mal eben holen. Oh, da ist mein Pferd. Sehr gut. Dann reiten wir mal los. Ja, super. Gut, hat sich mit dem Reiten erledigt. So. Zack. Da haben wir das schöne Türmchen. Das werde ich jetzt erstmal holen. Halte, um der Zeit schneller vergehen zu lassen, mit der Fähigkeit meditieren kannst du schnell. Ach so. Ja, das weiß ich ja. Ah, okay, ja, hier kann ich diese Quest machen, wo ich mit dem Typen reden muss. Das können wir auch noch gleich machen. Erstmal synchronisieren wir jetzt hier. So. Sehr schön. Hm.
Und runter. Zack. So. Ja, jetzt müssen wir hier die Quest machen. Apollodorus. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund. Bayek von Siva. Ah, dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, hä? Noch andere Überlebende. Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle, was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Eudorus ist tot. Hä? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Ah ja, klar. Warum sollte ich Hilfe kriegen, auch einfach mal so? Nein. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. Gut, dann werde ich mich darum kümmern. Aber das mache ich nicht mehr heute, meine lieben Freunde. Denn wir sind schon wieder am Ende angekommen des heutigen Parts. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer über Feedback in den Kommentaren freuen und über eine Bewertung. Und dann sehen wir uns zum nächsten Part von Assassin's Creed Origins wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.